Kommen wir zu den Young Boys, und die haben zwar das Hinspiel verloren, das Kalmar gegen Kalmar 0:1, aber erstens haben sie heute Abend wieder können die High spielen oder die High spielen im Stade de Suisse, und das jetzt auch wieder mit dem Raul Bobadilla. Hundertprozentig fit sieht er noch nicht aus. Zum ersten Mal in dieser Saison steht Raul Bobadilla in der Startformation. Die erste Aktion des Argentiniers ist, seinem Sturmpartner zu diesem herrlichen Tor zu gratulieren. Emanuel Mayuca mit dem 1:0 bereits in der 7. Spielminute. Das ist genau der Auftakt, den man sich in Bern gewünscht hat. Ein Tor reicht noch nicht zum Weiterkommen. In der zweiten Halbzeit kombiniert sich wieder Mayuca vors Tor der Schweden. Mayuca gelingt das erlösende 2:0 aber nicht. IBE ist die spielbestimmende Mannschaft. Die nächste Chance eröffnet sich Fabio Raimondi in der 69. Minute. Raimondi, und jetzt ist der Ball drin. 2:0 für die Berner. Acht Minuten später wird Farnerud im Strafraum gefoult. Penalty für IBE. Spiecher mit der Entscheidung, nein! Der starke Berisha ein Tor von Kalmar kann parieren. IBE hat aber noch Raul Bobadilla. Aber der heißblütige Argentinier lässt sich kurze Zeit später zu einer Dummheit provozieren. Zum Glück für IBE und Bobadilla sieht der Schiedsrichter sein Spucken nicht. Dass er es auch anders kann, zeigt Bobadilla in der 82. Minute. Bobadilla mit dem 3:0. Bobadilla humpelt ein wenig, gemäß IBE-Offiziellen hat er sich aber nicht ernsthaft verletzt. Beim 3:0 ist Kalmas Nuri als letzter am Ball, von seinem Hintern prallt der Ball ins Tor. Kurze Zeit später ist Schluss und IBE eine Runde weiter. Ja, sicher, wir haben gewusst, nach dem Hinspiel mit 3:0-Niederlage ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben unbedingt im Hinspiel, weil ein Auswärtsgoal schiessen, gewusst, dass sie heute eins machen, wird es brutal schwierig. Aber ich glaube, wir haben sie wirklich über 90 Minuten im Griff gehabt. Erst am Schluss haben sie noch ein, zwei Chancen gehabt, und das dritte Goal schon gemacht haben. Und darum ist, glaube ich, über beide Spiele her sind wir ganz klar der verdiente Sieger. Groß die Freude bei den IBE-Fans, aber auch bei Christoph Spiecher und seinem Sohn. Da steckt man einen kleinen Ausrutscher mit einem Lächeln weg. Ja, und morgen erfahren Sie dann, gegen wer Sie in der sogenannten Playoff-Runde spielen. Nicht nur die Young Boys, sondern auch die Luzerner und auch der FC Basel in der